Hi Leute, willkommen und zurück zum dritten Match. Wir hatten gerade eine etwas längere Pause und da haben wir ein bisschen Stream geschaut in der Zwischenzeit. Also ich habe offensichtlich den Würfelwurf verloren und ich werde gefragt, ob ich einen Mulligan nehmen möchte. Und in diesem Fall werde ich das tun, weil ich einfach nichts casten kann von dem, was ich auf der Hand habe. Ja, ich nehme Mulligan auf 6. Das sieht schon viel besser aus. Ich habe einen Disciple, einen Ghoul Charm und einen Swine. Also kein Mulligan mehr. Nein. Jetzt haben wir gerade eine Minute gebraucht, um hier was zu machen. Das heißt, mein Gegner ist wahrscheinlich auch gerade noch am Surfen. Ja. Ich denke, das ist eine ganz passable Starthand, die ich jetzt habe. Würdest du ihnen jetzt lieber das grüne oder das rote Land am Anfang zeigen? Ist halt so eine Frage, ne? Ja, tatsächlich macht es, glaube ich, keinen Unterschied. Sowohl rot als auch grün, obwohl grün ist eher das langsame Deck. Ja, ich glaube, ich fange mit grün an. Für mich macht es halt echt keinen Unterschied, weil den Disciple. Mal gucken, was ich ziehe. Habe ich One Drops, die ich ausspielen möchte? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe keinen One Drop gepickt. Die Denizen sind rumgegangen, die habe ich nicht genommen. Wären in meinem Deck finde ich auch nicht gut. Und ein Spire Tracer habe ich gesehen. Den habe ich ja auch nicht genommen. Jetzt mein Kollege hier aber ein bisschen lange AFK. Da fehlt irgendwie so eine Anstupsfunktion, dass man so einen Sound hört oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Na, muss ich das Video wahrscheinlich sowieso schneiden, insofern. Also sie hat den Serenity jetzt schon wieder verloren, weil er Huntmaster Hellkite. Ja, nun ist sie jetzt futsch eigentlich. Umbral Rites und Restoration Angel hat sie noch. Aber sie kriegt das Ground Seal halt nicht weg. Deswegen kann sie Umbral Rites nicht spielen. Das war einfach irgendwie scheiße, weiß ich nicht. Warum hat sie das denn nicht gemacht? Sie hatte den Slime. Ah, verloren. Hihihi. Der klopft sich schon auf die Eier. Sehr gut. Ach ja, die Farbe. Ja. Das hat sie irgendwie verplayed, weiß ich nicht. Na gut, das hatten wir jetzt. Aha, es geht weiter. Aha, weiß. Also einen Smite hatte ich gesehen. Den kann er haben. Ja, das eh. Ich meine, wir haben ja nur ungefähr ein Sechstel der Karten gesehen, die rumgegangen sind. Oder die in den Decks sein können. Er spielt also schon mal Orzhov. Klar, spiele ich den Disciple jetzt. Er wird jetzt mit dem Gutterskulk auf jeden Fall angreifen. Ja, alles andere wäre Blödsinn. Ich block natürlich nicht, weil meine Kreatur wertvoller ist als seine. Weil er First Strike bekommen kann. Ein Kingpins Pet, da geht der Extort Train los.
Und ich ziehe noch ein Land, was eigentlich mega kacke ist. So wie es bisher aussieht, kann ich ihn gar nicht racen. Aber ich muss schon angreifen, weil sonst werden die Spiele ja noch länger. Ja, Land habe ich schon gespielt. Das ist halt super scheiße, dass ich jetzt keinen 3-Drop mehr habe. Aber mit deinem Gruul kannst du ihm doch den Kingpin wegnehmen. Ja, stimmt. Das kannst du doch jetzt machen, quasi. Ja, wenn er aber das spielt, möchte ich ihm eigentlich auch noch eine andere fliegende Kreatur abschießen, die auch Extort hat. Und zwar gibt es da weitere Kingpins-Pets und es gibt da noch die Fledermäuse, weißt du? Ja, genau. Gut, aber die Fledermaus hat er wahrscheinlich auf der Hand, sonst hätte er sie schon gespielt. Also ich möchte ihn schon eigentlich gerne 2 for 1. Nach dem Schritt wird er ja gleich noch was legen und dann wird er den Extort ausspielen können auch noch. Ich guck mal, was er macht. Ich nehme mal die 2 Schaden und guck mal, was er macht. Nichts. Ist halt echt schwer, finde ich, ob ich das jetzt schon machen sollte. Ich spare es mir nochmal auf. Zockt den Greenside Watcher. Da kommt jetzt das Smite. Ne, doch nicht. Dazu muss er ihn erstmal blocken, ne? Ja, ich weiß. Ist mir auch dann in dem Augenblick eingefallen, wo ich es gesagt habe. Ja, jetzt spiele ich den Kohlscham. Wäre voll assi, wenn er jetzt gleich noch einen Flieger legt, ne? Aber, naja. So, den Gutterskike lasse ich durch. So, und ich greife jetzt an und spiele dann das Schwein aus. Wieder auf 12. Und hat sein Land gezogen. Er hat ja einen Landdrop gemisst und dann in der 5. Runde das 4. Land gezogen, oder? Ja. Er hat ja angefangen. Das heißt, er könnte jetzt locker einen 4-Drop auf der Hand haben, den er vorher nicht spielen konnte, aber ich habe ja mit dem Slaughter noch einen Combat-Trick. Also angreifen kann er mit dem Gutterskulk jetzt nicht. Er hat auch noch 6 Karten auf der Hand und ich 2. Das ist auch schon eine Ansage. Ein Boros Reckoner. Ist klar. Alter. Kannst du dein Schwein nicht. Ah, ne, wenn er im Blacker. Ja. Ich Wird greife nicht aber gut. trotzdem an. Weil ich kann ja das Slaughterhorn abwerfen. Krieg plus 3 plus 2. Wenn er den Greenside Watcher blockt mit dem Reckoner. Das ist halt scheiße. Das heißt, mit dem darf ich nicht angreifen.
Also greife ich mit Disciple und Schwein an. Eigentlich hätte ich auch mit dem Greenside Watcher angreifen können. Nee, ist zu gefährlich. Wenn er den Greenside Watcher geblockt hätte mit dem Reckoner, dann hätte er noch zwei Schaden auf den Disciple schießen können. Dann hätte ich den Disciple auf jeden Fall slaughterhornen müssen. Und das ohne Sinn sozusagen. So, er blockt offensichtlich. Ja, den Disciple. Dann. Wer wird das Slaughterhorn drauf? Und dann hat er 5-4. Und kann mir noch 5 Schaden schießen und schießt er auf das Schwein. Dann stirbt aber der Disciple nicht immerhin. Finde ich, ist ein annehmbarer Trade. Allerdings hat er noch 5 Karten auf der Hand und ich keine. Ah, du Topdeckst das jetzt. Na, ich habe 2 for 2 getauscht und das ist gegen den Reckoner schon ziemlich schwer. Ich bin jetzt von dem Gewahrte auch ein bisschen ausgebrannt, muss ich sagen. Er spielt ein Armored Transport, was totaler Crap ist. Und ich spiele. Ich habe einen Gorklan Rampager gezogen. Wenn ich angreife, mache ich 1, 5 Schaden plus 4 sind 9. Blocken kann er nur einen. Ich könnte aber auch einfach den Rampager spielen, meinen Kokanura evolven. Und dann tauscht er deinen Transport gegen den Greenside Watcher ab. Und dann kann ich nächste Runde mit dem Rampager mit angreifen. Ich glaube, in diesem Fall ist den Rampager zu Bloodrushen keine gute Idee. Weil ich die Boardpräsenz brauche, um ihn auf Dauer zu besiegen. Er wird jetzt den Greenside Watcher blocken. Ziemlich sicher. Nee, macht er nicht. Geht freiwillig auf 6. Dann muss er mich jetzt aber mal überraschen, wie er da jetzt noch was auslegen möchte. Was hat er denn auf der Hand? Krass. Ja, dann war er wahrscheinlich Mana Screwed. Das ist die einzige logische Erklärung, die mir da einfällt. Also ich muss sagen, dass ich die Ghoul-Karte immer geiler finde. Das Den ist Rampager, Charme. ne? Das Charme, das Ghoul-Charme. Ja. Das ist echt, kann was. Also im Draft ist die der Hammer. Nur so leider schon wieder ein Mulligan. Logisch.
Yes. Watcher und Viper, Mugging kann ich zwar nicht spielen, aber immerhin no. Frage mich. Ja. Ja, gegen sein Deck zocke ich die Viper einfach mal direkt. Okay. Ja, wenn ich jetzt mit der Viper angreife, wird er den Troll einfach regenerieren und fertig. Kann ich nichts machen. Also werde ich einfach den Denizen spielen und bin fertig. Hättest du ihm mit dem Denizen auch ein Gate? Nee. Doch, ich Nee. könnte sein Geld enttappen, ja. Und dann könnte er nicht mehr regenerieren. Oder? Doch. Das schwarze Mana noch, ja. Ich kann nur Gates enttappen. Also ich kann ihm sozusagen den Gefallen tun, sein Geld zu enttappen, mehr nicht. Das finde ich scheiß Fähigkeit. Ja, der Greenside Watcher ist schon eine der ganz schlechten Karten. Spiele einen Gathaskalk. Jetzt fehlt mir das rote Mana so langsam. Ja, aber ich kann jetzt mit beiden angreifen. Ne, ich kann mit der Viper angreifen. Das ist alles scheiße. Ich gebe wieder den Turn ab einfach. Wenn er jetzt mit dem Gutterskalk angreift, werde ich Burst of Strength auf die Viper spielen und mit der Viper blocken. Ja, aber der wird nur mit dem Troll angreifen. Und der kommt da nicht mit 1. Nee, Nee, das. oh. Ja, wahrscheinlich wieder mit beiden angreifen. Er spielt ein Kingpin's Pet. Auch okay. Jetzt Dafür müssen wir hätte ich es. das Mugging, wenn ich ein rotes Mana ziehe. Ja, er greift an. Ich mache erstmal nichts. Deklariere den Blocker. Und dann zocke ich ein Burst of Strength auf den. Und schon ist meine Viper 2-3. Hab noch ein Burst of Strength. Dann kann man ja mal mit der Viper angreifen. Dann wird er den Troll zum Regenerieren benutzen. Na toll. Aber ich kann einfach mit beiden angreifen. Und wenn er das Kingpin's Pet blockt, ja. Wenn er so blockt, wie die Karten liegen, also Kingpin's Pet und Greenside Watcher, dann tausche ich halt das Pet ab. Ja, wahrscheinlich wird er gar nicht blocken. Ja, doch, doch, klar, er wird mit dem Dutiful Trial ihn blocken. Ja, dann muss ich das Burst of Strength spielen. Diesmal auf ihn. Was halt irgendwie ein bisschen verschwendet ist, aber ich möchte ja auch ein bisschen Schaden machen auf ihn. Dann geht er jetzt auf 18. Und ich brauche langsam mal ein rotes Mana. Wäre jetzt schon nice, wenn ich jetzt noch ein Gebirge ziehe, dann könnte ich nämlich erstmal den Denizen spielen, würde ich sagen. So kriege ich jetzt erstmal auch zwei Schaden. Und er spielt ein 1-1 Gateway, welches man pumpen kann für ein schwarzes plus 1 plus 1, für ein Gate plus 2 plus 2. Und ich ziehe einen Forest, mit dem man aber auch arbeiten kann.
Ja, und ich greife mit beiden an. Egal wie er blockt, er würde sein Gateway oder den Swipe verlieren. Also wird er auf jeden Fall eins durchlassen müssen. Weil er nur ein Mana Wieso? offen hat. Ah. So blockt er die drei Schaden, kriegt also noch zwei. Jetzt wird er wahrscheinlich mit Gateway und Kingpins Pet angreifen. Und da blocke ich natürlich nicht, weil sein Gateway kann er ja beliebig krass pumpen. Das wird er jetzt wahrscheinlich auch tun. Er kann plus 3 insgesamt auf sein Gateway tun, dass es 4-4 bekommt. Jetzt hat schon mal 3-3. Gehe ich auf 12. Er hat noch ein Gate. Das macht den Gateway-Schaden natürlich ziemlich gut. Ich brauche mein rotes Mana. Ein Slaughterhorn. Wenn ich das ausspiele, kann ich einen Token verteilen. Das ist auf jeden Fall besser. Also eine 1-1-Marke. Er kann das Gateway jetzt 5-5 machen. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo ich mit der Viper den Gateway blocken möchte. Und dann gebe ich dem Denizen 3-4. Also spiele ich erstmal ein Slaughterhorn. Und gebe dem Denizen einen Token. Oder auch Counter. Greife mit Greenside Watcher und Denizen an, dann kriegt er zumindest mal 3 Schaden. Und wenn er mit dem Gateway angreift, blocke ich mit der Viper. Und er verliert sein Gateway. Weil er das ja nicht regenerieren kann. Oh, er smitet meinen Denizen. Da hast du deinen Smite-Robot. Toll. Dann extortet er noch einmal. Aber ist halb so wild. Ich brauche jetzt einfach nur noch. What? Das hätte er nicht mehr machen müssen, aber. Ich brauche einfach mal einen Mountain. Das wäre gut. Jetzt greift er mit dem Kingpins Pet an. Ich gehe auf 9. Er spielt einen Deathcult Rogue. Der ist unblockbar. Außer von anderen Rogues. Ich ziehe noch einen Denizen. Nicht unbedingt die beste Karte im Deck. Und er kann sein Gate noch 3-3 machen. Und dann kann er mit dem Trial nicht mehr regenerieren. Also greife ich wieder mit meinen beiden Pimmeln hier an. Weil das, was er zum Angriff hat, das kann ich eh nicht blocken. Dann kriegt er immerhin erstmal wieder seine 3 Schaden. Und er macht mir nächste Runde auf jeden Fall 4. Das heißt, ich habe noch 2 Züge, um eine Lösung zu finden.
Ja, gegenwärtig würde ich natürlich nach wie vor das Kingpins-Pad abschaffen, weil es extorten kann. Jetzt ziehe ich einen Rampager und habe kein rotes Mana. Schade. Ich glaube, ich tue mal nochmal einen Mountain rein. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass ich nur einen Mountain hatte. Diesmal ist es das erste Mal, dass es eklig war. Das Burst of Strength war eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ja. Du kannst auch eine Key-Rune reintun für Mana-Fixing. Ja, aber ich glaube, das brauche ich nicht. Ich glaube, ich lasse es einfach so. Klar, möchte ich jetzt zuerst spielen. Ich glaube, es steht 1-1 jetzt, ne? Genau. Ja. Du hast ihn ja im ersten Match. Das ist jetzt schon wieder so traurig. Ich weiß nicht. Kokanura und Slaughterhorn sind ganz okay, aber das sind halt drei Drops. Ich habe immerhin drei Länder. Das Wildwood Rebirth ist auch ganz nett mit dem Rampager zusammen, aber ich habe schon wieder keinen Mountain. So, wenn wir jetzt einen Mountain, wenn wir jetzt einen Forest rausnehmen, ist die Hand ein Keep. Wenn wir einen Rampager rausnehmen, ist die Hand ein Keep. Ja, ich glaube, ich keep das. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das Deck auch doch dreifarbig spielen müssen. Den Master Biomancer noch dazu spielen. Weil ich ja doch ziemlich häufig einfach alles ausspiele und dann keinen Saft mehr habe, ne? Und das fixt halt Simic so ein bisschen. Ja, weiß aber nicht, ob sich das wirklich gelohnt hätte. Dann spielen wir natürlich das Kokanura zuerst, weil das schön evolven kann. Und dann würde ich erstmal den Shanktail spielen, würde ich sagen. Er spielt einen Trall. Dann würde ich eher den Rampager spielen, weil der ja über den Trall rüber trampelt. So, angreifen brauche ich eh nicht, weil er den Trall gezockt hat. Mit dem kann er ja regenerieren. Ab nächster Runde kann ich den Rampager mal zum Angriff nutzen. Und zur Not könnte ich den Rampager sogar noch einmal wiederholen. Und ziehen wir ein Schwein, das auch nicht schlecht ist. Ich denke, ich möchte erstmal das Slaughterhorn spielen. Dann kann ich zwar nicht mehr das Schwein zocken diese Runde, aber dann evolve ich meinen Krokanura auf insgesamt 4, 5 nächste Runde. Was mir besser erscheint. Es ist aber egal, ob ich jetzt den Krokanura vorher oder nachher evolve. Deswegen greife ich erstmal an. Vielleicht hat er ja einen Smite und er killt irgendwie nicht mehr noch was. Und dann ändert sich meine Entscheidung. Ich meine, er hat ja seinen Mana offen gehalten. Wer weiß, was er noch auf der Hand hat. Allerdings, er hatte auch nie was anderes als schwarz oder weiß, ne? Und das erste Spiel hat er verloren. Weil er kein Weiß auf die Hand bekommen hat. Nee, er hatte doch beide Farben liegen, oder? Ja, wirkte irgendwie. Aha, das ist ein Grizzly Spectacle.
Ja, darauf reagieren kann ich dann nicht. Kannst ihn aber gleich wieder vom Friedhof holen. Genau. Und ich mille Mountain Krokanura Gruul Charm. Und natürlich ein Forest. Gut, Block hat er jetzt nicht deklariert, weil er kann seinen Trial ja jetzt nicht regenerieren, weil er 4 Mana bezahlt hat. Aber ich würde diese Runde, glaube ich, meinen Rampager nicht holen, weil dann verliere ich. Ah doch, ich kann das Slaughterhorn spielen und den Rampager End of Turn holen. Klar, dann machen wir das. Krokonura evolved. Also haben wir einen Schadenspunkt liegen lassen, aber trotzdem fand ich es ganz okay, erstmal anzugreifen. Weil Grizzly Spectacle war jetzt eines von ganz vielen. Eine von ganz vielen Karten. Nee, aber eigentlich. Eigentlich hätte ich den Schadenspunkt mitnehmen können. Gut, er spielt jetzt noch eine Corpse Blockade. Und ich spiele jetzt einen Wildwood Rebirth auf meinen Rampager. So, was er jetzt noch machen kann, ist mit der Corpse Blockade irgendwas von mir blocken und seinen Trial reinsacken, damit seine Corpse Blockade Death Touch bekommt. Und darauf kann ich reagieren, indem ich einen Vashino's Hangtail abwerfe, damit die Kreatur First Strike bekommt. Dann two-for-one ich ihn. Dafür brauche ich mindestens ein rotes, zwei farblose. Das heißt, ich habe nur noch 2 Mana übrig. Ein Disciple Pre-Combat zu spielen bringt nichts. Also greife ich mal erstmal an. Kann auch doppelt blocken. Und wenn er doppelt blockt, dann ist der Vashino's Hangtail umso besser. Ich denke, er wird mit dem Trial irgendwas blocken. Mit dem Slaughterhorn. Ja. Ich glaube, es ist egal, was ich tue. Es ist besser, die Corpse Blockade jetzt mit dem Vashino's Hangtail zu killen. Weil die mich ja doch ziemlich aufhält. Also, ja, mache ich das. Dann kann ich den Disciple noch End of Turn spielen, oder in der zweiten Main-Phase zumindest. Er verliert seine Corpse Blockade jetzt hoffentlich. Regeneriert natürlich seinen Schwall noch, damit er nicht drauf geht. Combat Damage. Disciple. Go. Und mit den 2 Karten, die ich noch auf der Hand habe, stehe ich eigentlich ganz gut da, würde ich sagen. Er spielt Knight of Obligation, der hat Vigilance Extort 2-4. Der ist jetzt auch nicht gerade erschreckend schlimm für mich. Einziger Nachteil ist, dass er weiß, dass ich den Rampager auf der Hand habe. Ich kann nicht angreifen. Und vorher noch was spielen, weil sonst sind die 2 Angriffe von dem Knight of Obligation tödlich für Slaughterhorn und Disciple. Deswegen muss ich erst angreifen und wenn er mit dem Knight blockt,
würde ich. Ich glaube, ich würde sogar das Schwein da reinwerfen. Weil der Rampager mir auf dem Spielfeld mit seinem Trample wahrscheinlich mehr bringt. Mal gucken. Ich denke schon, dass er blocken wird. Und wenn nicht, dann spiele ich das Schwein aus. Oder spiele ich den Rampager aus? Ich glaube, ich spiele den Rampager aus. Try Block Crooked Anura. Knight of Obligation. Ja. So, was meinst du, Robert? Schwein Ich lieber auf dem würde Spielfeld haben? das lieber, nee, ich würd lieber das Trample nehmen. Also, ja, das Schwein Blood Rushen. Ja, also das mit dem Schwein Blood Rushen. Genau. Ja, und dann den Rampager nächste Runde spielen. Genau. Und dann kommst du über den Trial rüber. Ja. Mit dem Damage. Ja gut, aber viel Schaden haben wir jetzt noch nicht gemacht. Er geht jetzt auf 15. Und dann noch drei Handkarten. Vier wieder. Ja, der Trial ist halt echt eine geile Karte. Ja. Der stallt mich schon ganz gut. Der hat schon ganz schön viel Schaden aufgehalten, auf jeden Fall. Oh, die ist heftig. Wenn der Balustrade Spire ins Spiel kommt, mildert er mich, bis ich ein Land ziehe. Und wie man sieht, sind das diesmal ganz schön viele. Slaughterhorn, Denizen, Greenside Watcher. Das war ein guter Teil meiner Bibliothek, die da jetzt gerade in den Friedhof gegangen ist. Und ein Gathaskalk spielt er noch. Ja, mit dem Land kann ich halt gar nichts anfangen. Ja, Rampager wird gezockt, damit das Kokonura Feuer evolved. Aber er blockt ja eben im Trial. Angriff mit allem. Und dann blockt er mit dem Spy den Disciple. Dann verliere ich den Disciple. Mit dem kann ich also nicht angreifen. Ja. So würden wir was abtauschen. Wenn er blockt. Ja. Genau. Dann verliert er immer den Gathaskalk. Aber trotzdem entwickelt sich das Spiel jetzt schon zu seinen Gunsten. Weil die Zeit, die er jetzt kriegt, ist natürlich wertvoll. Assault Griffin 2-3 Flying, 3-2 Flying. Das ist natürlich jetzt ganz gut für ihn. Ich ziehe noch einen Disciple. Das ändert ja nichts daran, dass ich mit meinen beiden Fettis jetzt angreifen möchte. Und was er machen könnte, wäre meinen Rampager zu Doppelblocken. So kriegt er noch einen Schadenspunkt, verliert seinen Spy. Ja, er doppelblockt. Das ist nice. Dann kille ich seinen Griffin. Ne, ich kille lieber seinen Balustrade Spy. Weil. Der Griffin tötet mich zwar in 7 Runden, aber der Spy verhindert, dass ich mit den Disciple angreifen kann. Und da ich noch einen auf der Hand habe, machen wir das lieber so. Ist natürlich ein bisschen schade, dass ich den Rampager jetzt gegen den Balustrade Spy tausche.
Aber eigentlich ist es noch akzeptabel. Mal gucken. Wenn ich das so verteile, dürfte eigentlich ein Trampelschaden durchgehen. Es geht nämlich nicht. Da habe ich nämlich letztens mit einem drüber diskutiert, dass wenn man doppelt blockt, dass man den Schaden immer so verteilen muss beim Trampeln, dass es auf die Kreaturen geht und dass man nie durchtrampeln kann. Das hat mich letztens ein Spiel gekostet, dass mein Gegner das nicht eingesehen hat. Bei einem Friday Night Magic ist es halt so, bei einem großen Turnier ruft man dann den Judge, also irgend so einen Schiedsrichter. Und wenn der es halt auch nicht richtig weiß, dann kann man den Head Judge rufen und wenn der es nicht richtig weiß, hat man Pech gehabt. Aber das ist eigentlich ziemlich selten, dass der Head Judge nicht Bescheid weiß. Ein Armored Transport ist jetzt auch keine gute Lösung für ihn. Wenn er mit dem Griffin angreift, kann er mich jetzt racen? 5 Schaden pro Runde. Nee, will er nicht. Kein Land, kein Land, kein Land. Noch ein Disciple. Na gut, schlecht ist es in dieser Situation nicht. Also greifen wir wieder an. Er hat nur noch eine Karte auf der Hand. Also grinden wir ihn langsam aus. Eigentlich kann er jetzt meine 2-2 nicht blocken, er kriegt 4 Schaden. Das Problem ist, dass ich seinen Armored Transport durch einen Block auch nicht zerstören kann. Oh. Er doppelblockt wieder. Zahlt man da eigentlich dann mal den First Strike? Ja, aber das ändert hier nichts. Ah, okay. First Strike würde ihn nicht retten. Also ich kann ihm jetzt First Strike geben. Zack. Dann tötet er erst den Griffin und dann tötet der Transport den Disciple. Also da ändert sich nichts dran. Siehst du, der Griffin ist jetzt tot, jetzt kommt die zweite Damage-Phase. Und Ja. der Disciple hat keinen Saft mehr. Ja, spielen wir halt noch einen Disciple. Das ist mir nicht ganz recht, dass er seinen Griffin da jetzt reingeworfen hat, weil das war eigentlich eine ganz gute Chance. Oh, er spielt jetzt einen Executioner Swing auf meinen Crocanura. Das war also seine letzte Karte. Gut, und wenn er jetzt keine Hand mehr hat, würde ich doch sagen, stehe ich nicht so schlecht da. Allerdings hat er mir schon die ein oder andere gute Karte aus meinem Deck rausgenommen, durch sein Gemühle. Der Armored Transport greift an für 2. Ich darf auf gar keinen Fall blocken, weil mein Disciple kann den Armored Transport nicht töten. Und dann würde im Gegenzug der Armored Transport den Disciple töten. Und ich ziehe ein Land, oder? Das ist jetzt nicht so geil. Na gut, aber so wie es aussieht, kann ich halt gewinnen, weil wir beide 2 Schaden machen pro Runde jetzt. Nur er hat halt noch eine Karte auf der Hand, währenddessen ich traurigerweise. Ich gebe ihm mal First Strike für alle Fälle. Genau, er geht jetzt auf 11 und er kann mir nur 2 Schaden pro Runde machen. Das heißt, momentan würde ich das Rennen gewinnen. Er macht nichts. Ich ziehe einen Denizen. Das heißt, ich greife erstmal wieder an. Tatsächlich läuft uns auch so ein bisschen die Zeit davon, sehe ich gerade am Rand, aber er ist wirklich sogar noch langsamer als ich.
Ja, dann geht er auf 9. Ich spiele meinen Dennison. Was hat er denn auf der Hand? Es kann natürlich sein, dass er jetzt Länder auf der Hand behält, um mich ein bisschen zu bluffen. Jetzt spielt jetzt auf jeden Fall erstmal einen 2-2er aus, der gegen mich ziemlich wertlos ist. Jetzt haben wir hier einen Mugging gezogen. Mit dem Mugging kann ich gegen seinen Troll allerdings jetzt nichts machen. Das heißt, ich werde das Mugging einfach auf der Hand behalten. Und mit allem angreifen. Egal wie er blockt, mit seinem Gattaskalk, den Gattaskalk würde er verlieren. Das heißt, er muss eigentlich 4 Schaden durchlassen, geht auf 5. Okay, er doppelblockt den Denizen. Kannst du das Mugging jetzt noch ausspielen eigentlich? Nee, ne? Nee, ist ein Sorcery. Ah. Das wäre nice. Wenn das nicht mal ein Sorcery wäre, dann wäre das richtig nice. Ich werde jetzt aber den Transport töten. Weil der schwerer zu removen ist, würde ich sagen. Dann gehen wir ihm noch zur Not. First Strike. Double Strike wäre gut. Die Denizen machen natürlich super Druck auf ihn. Das schauen, da hat er einen Syndicate Enforcer, der bringt ihm halt auch nichts gegen meine Disciple. Außer er doppelblockt wieder. Das heißt, ich muss dieses Mal meinen Mugging zocken. Hätte ich das vielleicht letzte Runde schon sofort machen müssen, ne? Vielleicht war das Misplay. Na klar, werde ich jetzt den Enforcer killen. Wahrscheinlich war das echt misplayed. Ich hoffe, das kostet mich jetzt nicht das Spiel. Wieder auf 5. Wieder auf 3. Wieder mich nächste Runde mit dem Disciple blocken. Haben wir eine Wasteland Viper gezogen? Können wir ihn eigentlich killen, wenn er jetzt nicht blockt? Ich weiß gar nicht, ob das aber vielleicht ein bisschen gefährlich ist, wenn ich jetzt die Viper Bloodrushe, um ihn zu killen. Ah, er blockt. Klar. Dann gebe ich ihm First Strike. Ich gebe ihm First Strike. So. Ah, er smitet daraufhin. Ja gut, das ändert aber nichts an der aktuellen Situation. Ich habe ja noch. Ja.
Ja, er legt noch ein Land. Ja, es ändert auch wieder nichts. Ich greife mit beiden an. Und jetzt ist halt echt die Frage, wer zieht als erstes? Wer zieht als Dann. erstes eine bessere Kreatur? Okay, er zieht einen Grizzly's Bergdecke. Das bringt ihn schon mal ganz weit nach vorne, weil ich habe nur noch vier Karten in der Bibliothek. Und ich ziehe noch ein Land. Oh, wie spannend, ey. Ich weiß nicht, ob ich mit drei Karten in der Bibliothek ihn jetzt noch besiegen kann. Jetzt spielt er noch eine Kreatur, jetzt bin ich eigentlich tot. Ja, der Ogre bringt mir halt auch nichts. Was passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist? Dann hat man automatisch verloren. Er spielt noch ein Kingpins Pad. Naja, er braucht das jetzt eigentlich nur noch stallen, weil ich habe nur noch zwei Karten in der Bibliothek. Es bringt halt nichts, damit anzugreifen. Ups, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich kann den Denizen spielen. Wie sollte denn? Oh, er hat verloren. Offensichtlich ist seine Zeit abgelaufen. What? Oder hat er ihn nicht geblockt? Er hat den Trial nicht geblockt. Er hat in dem Trial, der Trial ist gestorben. Ach so, er hat aus Versehen. Wann ist denn der Trial gestorben? Ich weiß es nicht, Da ehrlich gerade bei dem gesagt. Angriff. Er hat den Trial genommen zum Blocken gegen deinen Ogre. Und dabei ist der Trial irgendwie verschwunden. Ich glaube, er hat nicht gesehen, dass ich nur noch eine Karte in der Bibliothek habe und hat deswegen einfach aufgegeben. Hier. Ja. Conceded the game. Heftig. Ich glaube, er hat das echt nicht gesehen. Also das Spiel war verloren. Na gut, habe ich nochmal zwei Booster gewonnen. Ja, kratzt. Puh. Da bin ich mal auf die Kommentare gespannt. Das Schneiden wird halt auch ein bisschen ätzend, aber naja. Übrigens habe ich auch eine Facebook-Page, ne? Und zwar, ich glaube, wenn man auf Facebook Henning K. sucht, dann, ja, genau, der erste Hit ist meine Facebook-Page mit einem ziemlich komischen Foto von mir. Ja, das mal liken, das wäre ziemlich cool. Wenn jeder, der das Video guckt, meine Facebook-Page liked, dann komme ich jedenfalls mal auf 100 Likes irgendwie und dann kann ich mir Statistiken angucken von meiner Facebook-Page. Das wäre ziemlich gut. Das würde mich sehr freuen. Genau, das war es eigentlich von mir. Robert, hast du noch was? Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Bis zum nächsten Mal, ja. War noch sehr spannend bis zum Ende, ja. Ja, also das Letzte, das war jetzt schon, also wie gesagt, ich habe es eigentlich verloren. Und ich glaube, dadurch, dass ich das Mugging nicht in der richtigen Runde gezockt habe, habe ich den Denizen verloren und dann hätte ich das Spiel gewonnen. Und so habe ich es halt eigentlich verloren.